Ach, ich muss es noch lernen. Oh. Bring mir was über Alchemie bei. Ich will Mana-Tränke brauen. Ah, Mana-Tränke. Mana-Tränke. Ihre Macht entfaltet sich in ihrer Wirkung. Sie sind eine Quelle reiner magischer Kraft. Es gibt verschiedene Rezepte für diese Tränke. Also besorg dir eins, such dir die nötigen Zutaten zusammen und leg los. Wow. Wie kann ich Feuerpfeile herstellen? Feuerpfeile machen mehr Schaden als die herkömmlichen Pfeile. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Pfeile und die nötigen Zutaten. Am Alchemietisch fügst du sie zusammen. Zeig mir deine Ware. Du brauchst auch wieder ein Rezept. Was er nicht hat. Okay. Jede Tappe schnisch. Tja, will es Lebenskraft oder will es Jagdgeschick? Ah, Jagdgeschick. So. Okay, wo kriegen wir jetzt das letzte Alchemisten-Ding her? Das sind jetzt halt alles Friends von mir, deswegen machen die nicht mehr auf. Vollstes Vertrauen haben die in mich. Aber wenn ich an die Kisten gehe, also es wird nicht in der Kiste sein, denke ich mal, ne? Die liegen bestimmt irgendwo rum. Wo war denn eigentlich die Schatzkammer, wo ich gerade war? Was hier alles an Schätzen rumliegt? Oh, ein Eintopf. Der ist mir. Der wird auch schlecht. Ich hab den nur gefunden, weil ich geschummelt hab, muss... Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ist das die Schatzkammer? Weil ich habe ja einen Schlüssel zu einer Tür bekommen. Aber ich krieg bestimmt Ärger. Ich versuch's einfach mal. Gucken ist so. Komm, mach mal die Tür wieder zu, Hunter. Mach mal die Tür wieder zu. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich kann die Tür nicht zumachen. He's watching me. Aber das war bestimmt der Schlüssel, den ich unten gefunden habe. Sonst hätte ich die Tür bestimmt nicht aufgekriegt, oder? Komm jetzt. Alle. Yay! Super. Ich darf jetzt halt nichts. Goldbrocken. Ich darf nichts Tolles mehr mitnehmen. Breitschwert. Wenn ich mal wüsste, was das an Schaden macht. Das siehst du halt vorher nicht. Das kenne ich schon. Ich lese hier drin nur ein Buch, Junge. Ey, beruhige dich. Genau den meinte ich. Ja, siehst du mal, ohne Hilfe. Und wem gebe ich die jetzt? Der Jared. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Hey, ich habe mitgekriegt, dass der Helm des Paladins verschwunden ist. Was du nicht alles mitkriegst.
Ich würde demjenigen, der ihn gestohlen hat, 2000 Goldmünzen dafür zahlen. Ich hab den auf dem Kopf, ja. Nee, den kriegst du aber nicht. Du kriegst die Ringe. Hier sind die 7 Ringe der Alchemisten. Endlich. Damit bin ich wieder im Geschäft. Ich gebe dir das Gold, was sie auf dem Schwarzmarkt mindestens wert sind. Okay? 3000 Gold. Okay, nee, noch mehr hole ich nicht. Die haben es ja jetzt schon einmal angesprochen. So, jetzt müssen wir noch die Druiden finden. Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Der nach Norden ist ja... Gulag. Okay, ich muss nach Norden. Druidensuchtrupp nach Norden. Toll, schon wieder nach Norden. Tolle Wachen. Super, ne? Das läuft bei denen. Der guckt immer noch da rein. Block. Die hier? Nee. Standen die das letzte Mal auch schon hier? Ich weiß es gar nicht. Ach, das ist ja die Mine, die ich freigeräumt hatte. Ach so, okay. Jetzt hat es gerade Klick gemacht. Haben wir hier noch einen eifrigen Sklaven? Nee. Jetzt hat es gerade geklickt. Hat ein bisschen gedauert, aber... War ich hier schon? Aber muss ich ja, oder? Ja, doch, die sind ja schon alle abgebaut hier. Ein Schwein. Kannst du auch zufällig den zweiten Teil... Ja, wir haben die ersten zwei Teile schon gespielt on stream. Sind wir schon durch? Wir haben natürlich von vorne angefangen. Die Goldkraken, Goldkraken, Goldbrocken kann ich aber halten, weil ich habe die Quest da schon abgegeben. Okay. Druidensuchtrupp nach Norden. Ich raste aus, ne? Ich will die doch nicht. Wie spät haben wir das denn? Oh, warte mal. Wissen. Interessant. Neue Quest, der 5. Tempel. Karte der Ork-Ausgrabung. Eins, zwei, drei, vier. Achso, das ist quasi unten die Wüste. Okay. Was wollte ich denn gerade gucken? Denn Teil 1 sind Teil 1 und dann Teil 2 finde ich voll nice. Ja, mit Addon haben wir es gespielt. Also mit Nacht des Raben. Was wollte ich denn gerade gucken?
Ich wollte eigentlich nur gucken, wie spät es ist. 7:09 Uhr. Okay, ist. Ich wollte nur wissen, ob ich irgendwie schlafen muss jetzt. Aber wir haben die Nacht schon wieder durchgemacht. Hunter, ein Hunter braucht keinen Schlaf. Eine Hand tritt schon. 14:10 Uhr. Nein, ingame natürlich. Ich habe gehört, dass der Helm des ersten Paladin verschwunden ist. So geil. Ich hab den halt einfach auf. Okay, ich gehe einfach mal da oben in den Wald. Was soll schon passieren? Claudi, hör auf, die F9-Taste drücken zu wollen. Ach, die können mir ja auch nichts mehr. Bin da jetzt immun gegen Gift, du kleine. Kleine Miese. Hi. Ha, keins? Lustig. Danke für deinen Follow. Kein Ding. Harl, keins ist lustig. Ach, sag mal, die sind aber auch überall, ne? Die verstecken sich immer so. Kleinen, miesen Miesigkeiten. Da ist ein Nashorn. Huch! Oh, ich wusste gar nicht, dass sie einen Anker... Warte, warte. Ja? Ist genug Hunter für alle da? Au. Du hast angefangen. Brauchst gar nicht so zu... Kannst du eigentlich schon feilschen wegen dem Black Friday? Nee, feilschen habe ich glaube ich nicht. Fuchtler! Ja, Oberfuchtler. Der absolute Oberfuchtler. Ach, da sind Ripper. Ich dachte, ich höre was. Ich höre was schnarchen hier. Ah!
Okay, ich weiß jetzt auch, wo ich bin, aber wo sind denn dann die Oger? Habe ich mich da so verguckt? Ich war doch schon mal hier. Hier drüben ist die andere Mine. Ach, nee, da. Ich bin's, glaube ich, umgangen, ne? Die müssten hier weiter unten sein. Ja, genau. Okay. Soll ich mal. Ich versuche die mal zu hauen. Wir versuchen es einfach mal. Aber ich glaube, die hauen ganz schön. Wie viele sind das? 2? 3? Okay, da kommt alleine. Da. Okay, durchs Schild durchgeschmettert. Da. Tja, gegen meine Fuchtelkünste hat er halt keine Chance, ne? Oger Morgenstern. Ja, wenn die einzeln kommen, geht's. Aber, parieren braucht es gar nicht versuchen. Okay, die kommen beide. Headshot! Ich seh nix. Ich seh nix. Einfach fuchteln. Einfach fuchteln. Da. Fuchteln da. Um dein Leben. Fuchteln. Um dein... Fuchteln. Immer weiter fuchteln. Da. Nicht aufhören zu fuchteln. Da. Ah! Okay. Lauf ein bisschen weg. Ach, hier geht's berghoch. Oh, das ist so scheiße, berghoch. Seh nix! Gleich noch ein Baum mitgefällt. Bin eine Maschine! Ich hab einmal die Ogres weggefuchtelt. Hallo, Atraxi! Guten Morgen, sagt er. Es ist 14.18 Uhr. Ist er auch die Nacht durchgemacht? Das macht den Schmetterling Schaden aus. Oger Morgenstern ist mit Lucifer befreundet. Aha. Spott, na, da wird er immer so langsam, wenn der einen Berg hoch muss. Wenn du halt gerade wegrennst für irgendwas, ist das. Ja, ist gut, dass die anderen auch langsam dann bloß den Berg hochkommen. Ja, vielleicht schaffen wir dann doch solche Urviecher, wenn wir sogar Oger schaffen. Und die hatten ganz schön Bums drauf. Na klar, ein Schattenläufer. Ah! Ah! Noch ein Schattenläufer. Da, 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 da. Ja, bis 4 Uhr in der Cocktailbar gewesen. Beim Geburtstag 7 Uhr aufgestanden, 12 Uhr wieder ins Bett. Ich bin auch um 5 Uhr erst ins Bett gegangen. Wir können später noch reden.
Aber war schön, ja? Urviecher machen das kaputt, würde ich behaupten. Ja, denke ich auch. Ich meine, ich kriege gar nicht mal Schattenläufer hin. Die hauen uns halt einfach um und ich komme gar nicht zum Zuschlagen. Da sitzt halt die Frage. Ist das jetzt hier die richtige Richtung? Ich hätte so gedacht, hier den Weg so lang. Wenn jetzt hier aber überall Schattenläufer hocken. Ey, was denn essen, ey, du ich? Hallo, hier ist ja gar nichts. Hä? Nicht! Ich dachte hier, weißt du, so Säulen, so Steinsäulen, das muss was sein. Wo willst du denn hin? Ich suche den Druidensuchtrupp. Ja, schön, aber auch am Ende anstrengend, weil einer ein bisschen zu viel getrunken hat und ein paar Ausraster hat. Ah, das ist immer doof, ja. Haufen Leute getroffen, die ich vorhin aus Discord und Stream kannte. Ich habe gestern Mailand kennengelernt. Den WoT-Streamer. Hallo Doktor. Also vielleicht spiele ich Arcania auch. Aber ich glaube nach dem dritten Teil, weil wir haben dann wirklich seit Juni jeden Sonntag Gothic gespielt, werde ich erstmal was anderes spielen. Man kann doch nicht genug Gothic spielen. Ja, aber ich habe halt auch ich hab halt direkt Spiele geschenkt bekommen von Zuschauern, die ich einfach mal gern spielen würde. Also so ein Sherlock Holmes Spiel, da habe ich voll Bock drauf. Und Life is Strange haben wir schon gespielt und da habe ich noch Before the Storm geschenkt bekommen. Was tendierst du im Moment am meisten? Meinst du? Was mein Main Game ist? Emprog, danke schön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für dein Resub. Next Game? Ich denke, Sherlock Holmes wird es erstmal werden. Aber wir sind ja noch eine Weile beschäftigt. Also ich glaube, das ist heute der 3. oder 4. Stream von Gothic 3. Storytelling Game mit der Zeitreisefunktion. Na, das ist Life is Strange, Atraxi. Skyrim gespielt? Jein. Ist schon lange her, dass ich das gespielt habe, aber ich habe es nie wirklich viel gespielt, weil das bei mir immer eine Macke hatte. Schon deinstallieren und neu installieren musste. Ah ne, ich verwechsel es gerade mit Elder Scrolls. Ne, Skyrim habe ich nicht gespielt. Nordensuchtrupp. Wenn du auf sowas wie Gothic stellst, dann musst du dir eventuell auch irgendwann mal einen Plan. Nein. Also, Gothic ist halt Liebe, ne? Gothic habe ich halt, als es rauskam, schon gespielt. Und,
mag halt so die alten Kamellen nochmal spielen, so. Also ich bin jetzt niemand, der die Spiele spielt, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind, weil, keine Ahnung, das ist immer so ein Gehype. Ist das ein Krokodil da unten? Tatsache. Ich weiß, dass Skyrim nicht frisch ist, aber das steht jetzt bei mir nicht auf der Liste. Vielleicht irgendwann mal. Okay, ich brauche mal kurz einen Tipp, in welche Richtung ich laufen muss für den scheiß Buchtrupp. Ich bin doch schon alles abgelatscht. Wenn du bis nächstes Jahr durch bist mit Golf 3, wärst du recht schnell. Ja, wie gesagt, und nächsten Sonntag spielen wir kein Gothic. Oh, das ging aber ganz gut. Hab ich gar nicht gedacht. Mach der Nase nach. Welchen Trupp suchst du genau? Ja, es gibt ja nur einen. Der zweite hat ja die Stadt nie verlassen. Das war ja den ich gerade gehauen habe, wo ich dachte, ich habe den getötet. Ulrog oder so heißt der. Bleib stehen! Was ist? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist doch kein Assassine, oder? Ich bin anscheinend doch noch nicht überall gewesen, weil hier war es noch nicht. Assassinen machen dir Angst? Dir etwa nicht? Es ist furchterregend, was ich alles so gehört habe. Angeblich sollen sie Menschen verschleppen. Wovon lebst du? Ich bin Holzfäller und verkaufe Holz und Waldbeeren. An wen? An die Fische aus Silden. Die kommen recht häufig hier vorbei. Doch seit einigen Tagen kam keiner mehr. Ich frag mich, was da nicht stimmt. Ich könnte nachsehen, warum die Fischer nicht mehr kommen. Würdest du das für mich tun? Dann kannst du gleich dem Fischer Stan dieses Paket Waldbeeren mitbringen. Er hat es bestellt, war aber noch nicht wieder hier, um es abzuholen. Ja, Gothic 1 und 2 sind halt storytechnisch echt unschlagbar. War das mal deine Hütte? Nein, aber meine sieht fast genauso aus. Die Orks haben ganze Arbeit geleistet. Du bist Holzfäller? Schon mein Leben lang. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den Wald machen sollte. Du bist ein recht kräftiger Bursche. Ja, ich kann dir einen massiven Balken mit bloßen Händen zerbrechen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Weiter so. Aha. Ne, dann gehen wir noch mal schnell nach Silden. So, mach mal eine Rolle. Oh, ich bin nicht hoch genug gewesen. Ich bin... Das interessiert mich nicht. Ich bin Diego. Ja, alle. Habt ihr auch auf YouTube hochgeladen, die Gothic-Teile? Beziehungsweise bin noch dabei. Nein, ich will dir nicht bei deiner Sklavenjagd helfen. Hey.
Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn?